Lenkrad wieder montiert. Einfach aus dem einfachen Grund, dass wir jetzt einmal schauen, ob er startet. Jetzt werden wir ihn zuerst ein bisschen leer durchdrehen lassen, ohne Pumpe, und danach mit Pumpe, und dann sehen wir, wie das Ganze läuft. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt. Und dann geht es weiter, weil der alte Kabelbaum ist zum größten Teil noch drin, nur halt bei der Pumpe habe ich ihn abgeschlossen und die neuen Einbaumbaum steht. Das wäre jetzt neu. Und ja, mehr ist es eigentlich nicht, dann probieren wir. Ja. Okay, das war jetzt ohne Pumpe, ohne Zündung. Motor dreht normal. Jetzt schließen wir Pumpe dran. Und dann schauen wir, ob er anspringt. Jetzt sollte er anspringen. Jetzt sollte er anspringen. Ey, ey, da kommt Sprit raus. Sprit aus. Da ist voller Sprit ausgesaftelt. Und der ist ja nicht fest. Warum ist der nicht fest? Aber Sprithammer. Spritpumpe geht. So, dann das jetzt kurz festziehen und dann probieren wir es nochmal. Also Gerd. Ja, du nochmal. Passt, oder? Passt, ja. Oh ja, Kind, der Kind. So, da man wahrscheinlich die Batterie schwach ist, muss der gute Golf erhalten. Okay, probe. Drei. Ja. Ja, Zündfunk hilft da. So, Versuch Nummer 4. Wir haben jetzt den Zündverteiler umgetauscht. Vielleicht geht's so. Hoi! Er lacht! Der war falsch rein. Das ist immer so unrund. Irgendwo schwarz, oder? So, nachdem jetzt der Motor läuft, passt jetzt, den Kabelbaum noch fertig verlegen und da Dashboard einbauen. Dashboard wieder einbauen. Dazu müssen wir das Lenkrad ein bisschen runter tun, dass wir das schön reinkriegen. Und ja, und ignoriert bitte das. Keine Ahnung, wer es auch da vergriffen hat. Aber Tuningboxen. Sehr wichtig. Das Wichtigste. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace out.